So, Daydream ist anwesend. Hallo, die beiden Zuschauer sehe ich gerade. Seid willkommen. Und ich wollte eigentlich schon viel früher beginnen. Deswegen fangen wir doch gleich ohne Überschweife an. Wir spielen Star Control 2. Ich habe das selber mal angespielt, ungefähr eine Stunde lang. Und ich finde es ziemlich cool. Und nun geben wir es uns doch einfach. Geben wir es uns doch einfach. Danke. Hallöchen, jetzt sieht man mich auch. Und die Geschichte dahinter. Während des großen Krieges in Star Control 1, ich weiß es nicht, ist irgendwie eine Truppe von Menschen auf einem anderen Planeten gelandet, hat dort ein altes Raumschiff, eher das Skelett eines Raumschiffs gefunden und dieses flugtauglich gemacht. Das dauerte jedoch einige Generationen und so kam es, dass sie erst ungefähr 10 Jahre später in der Lage waren, zurück zur Erde zu reisen. Und nun sind wir hier und wollen natürlich wissen, wie der Krieg damals ausgegangen ist. Nun dann? Dann benennen wir uns Captain, dann sollten wir die Kamera noch. Wo ist denn? Ich hab das so gut vorbereitet. Daydream wie immer. Und oh. Amerikanische Tastaturentstellung. Das ist ein sehr altes Spiel. Unser Schiff heißt. Wie heißt unser Schiff? Die welche Vorschläge? Niemand im Chat. Pinky. Den Kampf mache ich zuerst mal auf automatisch, bis ich mich ein bisschen mehr auskenne. Und speichern wir doch gleich mal. Man sieht, ich habe schon ein bisschen gespielt. In knapp einer Stunde. Gut, nun denn. Wir fliegen also Richtung Erde. Die Steuerung ist so, dass man nur Schub nach vorne geben kann. Deswegen muss man ziemlich gut peilen, wo man landen wird. So, jetzt sind wir hier und kriegen direkt Besuch. Die Bohne spricht mit der Stimme des Alcoran, der Herrscherrasse. Wir trinken Alcoran Space ein. Die Erde darf nicht betreten werden oder. Ach Gott, das geht mir viel zu schnell. Die Kamera ist natürlich wieder super im Weg. So, auf jeden Fall wurde uns freundlicherweise mitgeteilt,
dass wir Hoheitsgebiet der alkuranischen Herrscherrasse betreten, dass die Erde nicht betreten werden darf und auch nicht irgendwelche feindliche Aktivitäten gegen ihre Station hier auf der Erde unternommen werden dürfen. Des Weiteren, wie diese Drohnen zurückkehren und in Bälde werden die Herrscher entscheiden, was mit uns geschehen wird. Unser Schiff ist nicht im Verzeichnis, weil es 10 Jahre alt und unbekannt ist. Von einem fernen Planeten und wir gehen gleich zur Erde hin. Und deswegen werden wir zuerst mal als neutral beobachtet. Das ist ziemlich gut für uns. Also, wie sieht es auf der Erde aus? Das ist Commander Hayes von Sklavenplanet Erde. Okay. Ich bin so kritisch. Die Kerne laufen aus. Scanner und Radar funktionieren nicht. Wir können euch nicht identifizieren. Seid ihr das angeforderte Supply Ship, Unterstützungsschiff mit Vorräten? Planet? Schiff mit Vorräten? Was geht hier vor? Nein, hier ist das Sternschiff Pinky, wir wollen euch nur unterstützen. Ja, das ist das Unterstützungsschiff. Wir sind ehrlich. Was? Pinky? Wir halten nicht mehr lange aus, unsere Situation ist folgende. Wir müssen diese Sternbasis unterhalten. Haben keinen Kontakt zur Erde durch den Schild, den Sklavenschild. Und wir sind abhängig von den Ur-Koran, den Ur-Koran, den Unterstützungsschiffen. Eine Basis auf dem Mond, die sie nicht kontaktieren können. Und sie sollten, die Alkoran sollten diese Basis alle fünf Jahre unterstützen. Sind jedoch seit 8 Jahren nicht mehr hier gewesen. Sie brauchen radioaktive Materialien, damit sie ihre Station wieder einigermaßen in Schuss bekommen. Ich kann hier alles nochmal nachlesen, zum Glück. Ja, wo finden wir denn diese radioaktiven Elemente, die es so dringend benötigt? Am einfachsten wohl auf dem Merkur. Auf die Oberfläche nach Elementen absuchen. Aber vorsichtig sein, denn Merkur ist ein sehr unbewohnbarer Planet. Es gibt Erdbeben und Hotspots, also Feuerexplosionen. Gut, mein Freund, wir werden bald zurück sein mit den Elementen, die du benötigst. Danke, das nächste Mal, wenn ich mit unserem Herrscher rede, werde ich das erwähnen und ich bin sicher, dass sie euch belohnen werden. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Da hat er noch was gefaselt von einer Basis auf dem Mond. Besuchen wir doch zuerst mal die Basis auf dem Mond. Scannen nach Materialien, Mineralien, Energie, finden wir eines. Und biologisch finden wir einiges auf dem Mond, speziell. Gut, dann können wir nun unser kleines Shuttle absetzen. Wieder mal
sagen wir oben bei dem großen Energiepunkt. So. Aha, was ist das? Man sieht, ich kann hier rüber navigieren und die Kamera ist schon wieder im Weg. Eine Alien-Basis. Die verlassen ist für seit vielen Jahren. Aber sie ist noch aktiv. Lebensunterstützungssysteme sind funktionsfähig. Fusion, Generatoren mit vollem Output, laufen auf Höchstleistung. Ah, und Roboter werden die ganze Zeit produziert und ausgesandt, um Materialien auf dem Mond zu random Piles, zu kleinen Häufchen aufzuhäufen, die man dann einsammeln kann. Interessant. Die Basis ist voll mit nützlichen Materialien und Equipment. Wir nehmen so viel wir können und bringen es sofort an Bord. Schiff, das wir aussenden können, um Feinde zu bekämpfen, wenn wir es nicht selbst tun möchten. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ich steuere das Ganze hier mit der Tastatur und das ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Ich möchte aber gerne nochmal zurück auf den Planeten. Ah, die Leertaste ist Abflug, okay. Mit Enter kann ich schießen, wie interessant. Ah, so. Hab ich nicht gesehen. Hm? Calcium, Aluminium und Aluminium. Ich glaube, die Roboter kaputt machen bringt uns nicht allzu viel. Dennoch würde ich liebend gern alles hier mitnehmen, was mir irgendwie geht. So. Und somit haben wir das Zeug nun alles in unserem Fachraum. Ah, okay. Ja, ganz normale Materialien. Whatever. Und auf die nein, nicht auf die Stempelkarte. Nein, zurück. Genau. Merkur hat er gesagt,
Denn nukleare Materialien haben wir ja keine. Der Merkur ist der erste Planet nach der Sonne, stimmt das? Nicht in die Sonne! Ah, gut. Mars, ja, da werden die Kameras finden. Wenigstens gibt es hier noch keine Gravitation. Dann sammeln wir das Zeug rasch ein. So, und diesmal nehmen wir wirklich Kurs auf Merkur. Klasse 3, das sind Erdbeben und sonst steht hier eigentlich nichts Bösartiges. Mineralien, oh, interessant, einiges. Energie auch nicht. Ja, dann werden die das nukleare Zeug wohl als Materialien in der nächsten Zeit. Ich denke, das passt. Aber diesen orangen dort, der könnte wertvoll sein. Weiß ja nicht, wie lange wir da bleiben können. Ja, genau. Uran, Uran, ja, gut, gut, gut. Eisen. Es kostet jedes Mal ein bisschen zu viel Sprit, wenn wir hier landen, aber... Ich bin voll. Ich denke auch, das reicht fürs Erste. Wir haben das geforderte nukleare radioaktive Material. Geht's weiter zur Erde. Meine Stimme könnte ein wenig lauter sein oder die Spielmusik etwas leiser. Gut. Hab's eigentlich getestet, aber... Hallo übrigens. Besser so?
Moment, wo sind wir jetzt? Nein! Besser, okay. Danke. Und die fliegen genau dran vorbei und in... Was auch immer das ist. Ah, das ist die Erde unter ihrem Schild und das hier ist nur die Basis. Okay. Habt ihr die radioaktiven Elemente? Naja, aber das kostet zumindest Informationen. Nein, hier, nehmt. Danke. Ja, es hat auch einige Zeit gedauert, das Ganze ein- und umzustellen und ich hätte eigentlich schon viel früher anfangen sollen. Oh, wir haben was verpasst. Energie wiederhergestellt, etc. etc. Und sie sind recht erschüttert darüber, was sie für ein Schiff haben. Und fragen uns, wer wir sind. Ich bin Captain Daydream vom Sternschiff Pinky und wir sind die Überlebende von einer Star Control Rettung, von einem Forschungsteam zur WLA, zum WLA Sternsystem. Ja, Star Control 1, du hast richtig gehört. Er weiß von keiner Forschungsmission nach WLA. Nun gut, dann werden wir ihm wohl ein paar Dinge erklären müssen, hm? Er will uns, also er soll uns ein paar Dinge erklären. Reden wir zuerst weiter. Die Mission war geheim. Okay, er hat irgendwie von einer Mission gehört. Die Musik ist Party Hard, richtig. Ja. So, ja, was wollt ihr von uns? Warum seid ihr hier? Fragt er uns. Die Musik wird noch viel besser, wenn wir auf diese erste komische Alien-Drohne stoßen. Also, wir sind zurückgekommen zur Erde, um euch die technischen Geheimnisse der Präkursoren zu geben und die Hierarchie zu bekämpfen, die Alien-Herrscherrasse. Bekämpfen? Was? Ja, hat er sich selber auch schon gedacht, vor langer, langer Zeit. In den ersten Jahren nach der Niederlage, wo er sich noch nicht an den
Okay, ich könnte das niemals einfach so übersetzen und vorlesen. Und gut, ich könnte alle viel besser Englisch als ich. Okay, was in dem ganzen Text stand, er sagte so viel wie, ich bin dabei. Allerdings unter der Bedingung, dass wir die Alien-Basis auf dem Mond weghauen, aber das haben wir schon gemacht. Also, was war da alles? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, Alter. Ich dachte, es wäre eine Rasse. Ja, auf jeden Fall haben sie bereits all ihren Kampfwillen verloren, etc., etc. Hat vergessen, wie es ist, frei zu sein, hat vergessen, wie es, die Urquan-Master-Rasse zu hassen. Hier bin ich in einem Schiff, unbekannter Power, bla bla bla, interessantes Angebot und er fällt das eigentlich ziemlich geil, dieses Mal diesen Krieg zu gewinnen. Allerdings will er nicht einfach so die Vernichtung riskieren, sich selbst, der ganzen Erde und deswegen der Deal, die Basis auf dem Mond platz zu machen. Ah, wir haben die Roboter nicht alle gekillt, hä? Ja, und an diesem Punkt wird das Signal unterbrochen von einem Schiff, welches sich gerade zur Mondbasis... Oh, hallo. Ja, die Ur-Kuran, die haben diejenigen Planeten, die sie nicht versklaven unter einem Schild eingesperrt haben, die Rassen, deren Planeten sie nicht versklaven unter einem Schild eingesperrt haben, die anderen halten sie sich quasi als Sklavenkrieger, Sklavenkämpfer. Also alle, sozusagen, eigentlich wirklich alle, denen wir begegnen, müssen wir zuerst mal davon ausgehen, dass sie den Uran angehören. Aber als Sklaven wohlgemerkt. Vermutlich nicht frei, also die meisten nicht freiwillig. Ja, es wäre für mich im Moment echt zu viel, das Ganze gleichzeitig zu lesen und zu übersetzen.
wenn ich den Text schon kennen würde, okay, das wäre was anderes, aber so, nahezu unmöglich. Das sollen Leute machen, die besser darin sind als ich. Das sollen Leute machen, die Geld dafür bekommen. Gib auf, üble Alien-Kreatur, oder du wirst vernichtet. Narren. Sie nehmen uns nicht so ganz ernst damit.